aus den tausend größten und einflussreichsten Unternehmen der Welt besteht, pilgert ohnehin bereits regelmäßig zu Jahrestagen des Weltwirtschaftsforums nach Davos. Genauso wie alle wichtigen Regierungschefs. Das zeigt die wahre Machtverteilung in der Welt auf. Mit dem Geld der Konzernlobby wurden inzwischen sogar UN-Organisationen samt ihren Unterorganisationen unter Kontrolle gebracht. Schon im Juni 2019 schlossen die Vereinten Nationen mit dem Weltwirtschaftsforum ein Abkommen zur Vertiefung der Zusammenarbeit. So sitzen seitdem wie selbstverständlich auch die Du wirst aber halt hoffentlich nicht aufhören zu missionieren, oder? Nein, ich habe von Christian die Zusage bekommen, nachdem ich ja jetzt am Anfang, wo wir viele sind, nicht reden durfte, dass wir das bei einem Stopp nachholen können. Und ich werde das dann durchaus tun. Ich missioniere auch nicht, aber ich werde darauf hinweisen, wie wir das schon in unserem Video gemacht haben, dass es tagespolitisch aktuell nicht darum geht, sich lang und breit selber zu widersprechen und die Bewegung damit einmal mehr als Schwurbler darstellen zu lassen, sondern dass es darum ginge, jetzt eine Stellungnahme auf der Parlaments-Homepage zu machen, jetzt gegen das Krisensicherheitsgesetz seine Stimme zu erheben, dass es jetzt darum ginge, Protest zu üben an einer zwangseingenommenen Propagandagebühr, sprich einer Haushaltsabgabe, die jeden Bürger dazu verpflichtet, für einen Sender, egal ob er ihn nutzt oder nicht, zahlen zu müssen, egal ob er einen Fernseher hat oder nicht,
damit er auch in Zukunft den Propagandasender unterstützt und von jenen Medien, die schon über unsere große Corona-Politik so ruhmreich berichtet haben, die dann weiters über den Krieg so ruhmreich berichtet haben. Ich möchte an dieser Stelle hinweisen, wir haben inzwischen ganze 12 Monate erfolglose Maßnahmen. Kürzlich wurde das 10. Sanktionspaket beschlossen. Es ist also so ähnlich wie bei der Impfung. Da war am Anfang auch mit der ersten Impfung die Pandemie vorbei. Dann brauchte man eine zweite. Die musste dann geboostert werden. Und der Booster braucht jetzt alle 6 Monate eine Auffrischung. Ich sehe da gewisse Parallelen zu den Sanktionen gegen Russland. Und ich sehe quasi auch, was die Propaganda angeht, dass dieselben Medien, die einst falsch lagen und die Experten hochleben haben lassen, jetzt dieselben Medien über den Krieg berichten, beziehungsweise dieselben Medien weiter fortfahren, über das Klima zu berichten. Und da wollen wir festhalten, da liegen diese weißen Dinger rum. Nein, das sind nicht die 110 Gramm Kokain aus der Matratze vom Teichtmeister, sondern das ist tatsächlich der Überrest vom Schnee, der außerhalb der schneegeräumten Stadt Salzburg im touristischen Teil noch zahlreich rumliegt, weil wir hätten es gedacht, es ist tatsächlich noch Winter im Februar in der vertrottelsten und korruptesten Republik der westlichen Welt, der Wahldemokratie Österreich. Und dementsprechend hätte ich gesagt, wird alles so weitergehen. Sie stört sich
Reform war, in Zukunft neue Normalität werden soll. Ihr wisst schon, jene neue Normalität von denen mit den großen Ohren, die uns alle eine Toten versprochen hat. Ja, so ist das. Ihr werdet euch weiter fragen, warum ich hier stehe. Ich will es euch erklären. Würde ich in einem normalen Land leben, müsste ich nicht, egal ob ich einen Fernseher habe oder nicht, für eine Dienstleistung, die ich nicht zahle, eine neue Alternative zur GIS-Gebühr, nämlich eine Haushaltsabgabe zahlen, um eine Propaganda zu finanzieren, die in den letzten 36 Monaten klar gezeigt hat, wie sehr ihr der journalistische Auftrag als vierte Macht im Staat wichtig ist. Alle, die dazu jetzt glauben, ja, von was redet der, die dürfen sich anschauen, dass wir diffamiert worden sind und auch vor kurzem noch als Putin-Fotzen und Putin-Schwanzlutscher. Wer es wissen will, das ist ein Zitat von einem Standard-Blogger. Ihr wisst schon, jenem Standard, das ein Qualitätsmedium in diesem Land ist. Ja, wenn ich in einem normalen Land leben würde, würde ich den Verkehr nicht aufhalten. So habe ich mir heute diese Frechheit im Schutze der Meinungsfreiheit und der Versammlungsfreiheit gegönnt. Und da hinten wird gehupt, deswegen fasse ich mich jetzt kurz und weise tagesaktuell nochmal darauf hin. Geht auf die Straße, äußert eure Meinung, unterschreibt Petitionen, gebt eine Stellungnahme gegen das Krisensicherheitsgesetz ab. Zeit dafür ist noch bis zum 2. März dieses Jahres. Und verdammt nochmal, erinnert euch, dass dieses Land 1955 als frei ausgerufen wurde und sorgt dafür, dass dieses Land wieder frei wird, dass es wieder ein neutrales Land ist, in dem wir nicht fürchten müssen, in einem Krieg, den wir mitfinanzieren durch EU-Gelder, verwickelt zu werden, dass wir quasi nicht, bei Annalena Baerbock es so erklärt, darauf warten müssen, dass Putin eine 360-Grad-Wende macht. Bleiben wir neutral, wie wir es immer waren, seitdem die Zweite Republik besteht. Und erinnern wir uns an unsere Geschichte, die dunkle Zeit, wo man einen Pass zeigen musste, um vollwertiger Bürger zu sein. Und die schöne Zeit, dass wir diese Zeit hinter uns gelassen haben. Bleiben wir auf der Straße, bleiben wir standhaft und nutzen wir unser gegebenes Recht. Dankeschön! Widerstand! 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 Es geht uns sehr viel. Zum einen um die Kriegstreiberei, die uns die Medien, die Politik reintreiben wollen. Zum anderen um das Krisensicherheitsgesetz. Zum anderen, dass alles noch teurer wird, wegen nichts und wieder nichts. Außerdem wollen wir, dass wir die ganzen Corona-faschistischen Verordnungen endlich einmal abgearbeitet werden, aufgearbeitet werden. Also um den totalen Potpourri und das Wahnsinn des neuen Jahrhunderts. Dass man die Faschisten stoppt, dass sie gerade wieder aufbaut in unserem Staat. Danke.
All we are saying is keep peace and chant. All we are Wir müssen sich alle einheitlichen Globalisten ansprechen. Die einen sind eben Westglobalisten und geben ihrem Globalismus einen kapitalistischen, einen liberal-freiheitsliebenden Anstrich. Die anderen sind Ostglobalisten und tarnen sich sozialistisch. Unter dem Lack stehen sie alle für ein und dasselbe, was im Endstadium ihrer Ideenwelt klar wird. Der Globalismus steht immer für erstens Weltherrschaft, Weltregierung, Weltstaat, weltweite Macht. Proletarier aller Länder, vereinigt euch im Kommunismus. Oder Freedom and Democracy
für die ganze Welt, verspricht der Westen. Also Ziel Nummer 1, weltweite Dominanz. Zweitens, Auserwähltheit. Die selbsternannten Globaleliten glauben, dass sie etwas Besseres sind, besser als Sie und ich, besser wie die Völker, besser als der Pöbel. Und drittens, Kontrolle. Die Menschen müssen kontrolliert werden, es muss alles vorgegeben werden, man hat dem Individuum gegenüber, den Einzelmenschen, den Völkern gegenüber kein Vertrauen mehr. Man misstraut den Menschen grundsätzlich, daher muss man sie bestmöglich kontrollieren. Mit Corona begann der finale Anlauf zur Weltrevolution. Wir werden von Krise zu Krise, von Pandemie zu Pandemie, von Krieg zu Krieg getrieben, bis nichts mehr von der alten Ordnung übrig ist. Erinnern wir uns noch einmal an das anfängliche Zitat von Goldman aus dem Jahre 1915. Alle sozialen Schichtungen und gesellschaftlichen Formungen, die das alte System geschaffen hat, müssen vernichtet. Die einzelnen Menschen müssen aus ihren angestammten Milieus herausgerissen werden. Keine Tradition darf mehr heilig gelten. Die Parole heißt, was war, muss weg. Hat sich das Blatt gewendet.
oder kann man sich nicht denken? Welches Orange ist schöner? Dieses hier oder dieses hier? Bildet euch eure eigene Meinung. Also Leute,
gerade schaut, bei bestem Demo-Wetter sind wir unterwegs. Selbst Schneefall, Kälte, Frost hält uns nicht ab, auf die Straße gehen. Hebt eure Ärsche. Aufstehen für Frieden, Freiheit. Angeführten Globalistenschmiede, formuliert von Jane Goodall. Beim WEF gab die britische Verhaltensforscherin zum Besten, dass sich alle Probleme in Luft auflösen würden, wenn die Bevölkerungszahl auf den Stand der 500 Jahre zurückgeht. Zur Erinnerung. Damals betrug die Weltbevölkerung lediglich 400 Jahre. So, schaut's einmal, heute haben wir wieder Mundus TV. Grüß dich, Mundus TV! Ich verlinke euch einmal einen Link unten wieder, das hinfindet. So ein guter investigativer Journalist. Der Valentinos! Roman. Heute haben wir die große Presse da, Mundus TV, Valentinus TV. Und der Roman. Krypto. Krypto TV, da schau ich. Gibt's denn noch? Ist auf freien Fuß oder? Ja. Das sind wir alle zusammen jetzt. Für die eine Sache. Filmt ihr euch jetzt gegenseitig beim Filmen? Ja. Aber es freut mich, dass ich nicht der Einzige mit einem Sonnenschirm bin, weil die Klimaerwärmung heute ja wieder zuschlagt, dass der Wahnsinn ist. Haben schon alle Flyer verteilt? Ja, ich hab die selbst.
wissen, was durchgemacht, deswegen bin ich jetzt erst wieder dazugestellt. Ich hab's gesehen. Ich hab mir doch polizeilich genehmigt und geführt, Handel im Kreis tragen dann ja heute eh einmal ein paar. Lärmen dann auch ein paar, solange es nur erlaubt ist. Ne? In Oberösterreich will man das ja jetzt dann eh mit Steier und so verbieten. Gut, dass wir keine Dudelsäcke dabei haben. Die sind ja auch verboten seit EU. Thank you.
nächsten 10 bis 15 Jahren. Wenn die Klimaerwärmung so überhand nimmt, dass der Schnee friert, dann kann man nicht einmal mehr so einen Flyer Die Sabiner Krise, also da wo jetzt Gesundheitsstadtrat Hacker und der Ludwig auch schon zurückkam. Es war halt irrsinnig wünschenswert, wenn einer von den vielen Mitstreitern das auf der anderen Seite gemacht hätte, dann hätten wir doppelt so viel auf. Thank you.
Aber gut, ich will nur einer und viele andere zuvor. Elvis hackt schon wieder was aus. Der hat was gesehen. So fühlen wir uns manchmal. Nein, ich finde das nicht schlecht. Mentale Stärke für Österreich. Ja? Manuel Horret, die besten Tricks für deinen Erfolg. Da bin ich schwer gespannt. Es ist im Salzburger Kongresshaus. Ich muss einmal googeln, wie viele Leute da reinpassen. Aber vielleicht haben wir dann ein paar mental starke Bürger in dem Land. Wer wissen, wie die mental starke Bürger ausschauen? Das sind die, die trotz den klimaerwärmungstechnischen Temperaturen da auf die Straße gehen, um gegen Teuerung und Haushaltsabgaben und Aushöhlung der Neutralität und so weiter auf die Straße gehen. Aber vielleicht kriegt Manuel Horret das am 12. Mai auch hin. Schauen wir mal. Ja, hat so viel Liebe seit ein paar Tagen. Weil man nicht nur demonstriert und andere Aktionen nebenbei macht, sondern auch noch Stunden am Computer sitzt, um die Filme zurechtzuschneiden, damit man es dann anständig hochladen kann.
Eine Arbeit, die nicht geschätzt, natürlich auch, aber vor allem gar nicht erkannt wird, wie langwierig so was ist. Sonne ist keiner gehört. Ich sag, schau, Roman, wir haben jetzt schon zivile Autofahrer in Salzburg, die für uns den Verkehr aufpassen. Das finde ich mal sehr löblich. Und der Mann hat es auch ganz gescheit gemacht. Der hat nämlich vorhin gleich ein verschneidendes Kennzeichen gehabt. Das heißt, der Roman muss das nicht einmal verpixeln. Große Geschichte. Autobarrikade. Ah, Vorsicht, Affenbock. Maschinengewehr, Dauerfeuer! Ich bin mir ja nicht sicher, ob unser ob Maya eventuell noch größer ist als Alice und Sarah. Journalistischen Arbeit schon feststellen können, warum unser begleitender Beamter den Mund maskiert hat. Ist es wegen der Klimaerwärmung, weil er zu warm ist, damit er den Schweiß aufsaugt? Oder ist es, weil er eventuell ein Späterkrankter ist und seine Viren und Aerosole bei sich behalten will? Oder ist er inzwischen eventuell in den politisch guten Flügel gewechselt, wo man sie generell vermummt? Ob die dann da auch schon so kleine zermahlene Insekten in ihrer Panier vom Schnitzel haben? Natürlich lateinisch benannt, damit der geneigte Käufer gar nicht mitkriegt, dass er da so kleine Insekten zermahlen mit seinem Essen hat. Ne? Also E120 auf alle Fälle. Das sind die Kaktusläuse. Eine Giraffe, ein Affen, alles da. Ja, die Volksvergnügung, oder? Ja.
Ja? Ja. Sie setzt bei der Werbung schon ein? Ja, ja, ja. Wir sind schon 50! Man muss ein bisschen aufpassen, die da oben, die schütten oft ein bisschen Wasser runter. Weil wir Augen aufhalten. Von 11,2% im Moment als Unternehmer richtig durchstarten kann, wird es sicher nicht lang dauern, dass sich dort einer findet, der das in der Getreidegasse, wo es ja bekanntlich eh recht billig ist, mit den Mietpreisen einmietet. Sonst machen wir eine Affenbocken-Teststation da weiter rein. Dass die Tests, die ja schon bei Corona höchst ungenau waren, wo ja auch der Erfinder selber gesagt hat, dass der Test für diese Art der Diagnostik gar nicht geeignet oder gedacht ist, aufgrund der vielen Affen, die wir in diesem Land haben, hundertprozentige Treffsicherheit angeben würde. Ne? So soll es ja sein. Mal schauen. Da drinnen stehen die Bürger. Das ist eine Bildersprache gewesen. Obwohl sie die Ägypter früher auch sich gedacht haben, unsere Bildersprache ist ja sehr einfach zu verstehen. Was ist sicher, wenn man daheim bleiben kann, weil sonst kommt der Jaguar, der euch anfällt. Naja, das ist die Vorbereitung auf die 15 Minuten Städte, du weißt ja eh. Ja? Schwurbler! Hier, Kugler!
Museum, das bis 14. März Betriebsurlaub hat. Wo so sehr viel Schnee rumliegt.